Und dann haben wir noch einen weiteren Bereich, gehen wir hinein in den Bereich der Medien und der Journalisten. Auch da bräuchten wir eine freie Medienwelt, eine freie Presse. Aber eine freie Presse bedeutet wiederum, der einzelne Journalist muss frei sein können. Ja, und wenn wir heute in die Medienwelt schauen, jeder von uns kann das sofort nachvollziehen, dann wissen wir, wie wenig freie Journalisten es gibt, weil der Journalist als Mensch muss innerlich frei sein. Und wenn er schon wieder abhängig ist vom Arbeitgeber und muss Meinungen produzieren oder Artikel produzieren, weil sein Arbeitgeber so will, dann ist es keine freie Presse. Und wenn Rundfunk und Fernsehen und Medien so schreiben, wie es die Politik will, ist es kein freier Journalismus. Das heißt, der freie Journalismus als freie Medienarbeit ist ein weiteres Ziel in der sozialen Dreigliederung. Und auch hier sehen wir, wie Wirtschaft und Politik in das Geistesleben des Journalisten hineinwirken und den Organismus krank machen. Wir sehen überall diese krank machenden Faktoren des Einheitsstaates und man sieht sofort, wir sehen sofort die Lösung. Und jeder andere politische Ansatz macht keinen Sinn, weil er wird diesen Organismus nicht heilen. Und wir sehen, das sind gewaltige Gebiete, freie Pädagogen, freie Ärzte, freie Journalisten und freie Wissenschaftler. Vier große Gebiete. Und gerade in der Medienwelt heute sehen wir, welche Macht diese sogenannte vierte Gewalt hat und dass diese Macht natürlich benutzt wird von Politik und Kapital. Und deshalb haben wir diese kranken Auswirkungen heute einer Medienwelt, von der wir definitiv sagen können, es gibt sehr wenige freie Journalisten. Diese bewegen sich heute meistens mehr in den sozialen Medien als in anderen Medien. Aber das muss jeder Journalist dann mit sich selber ausmachen. Aber wir alle, die wir teilhaben an diesem sozialen Organismus, müssten das Ziel haben, dass es möglich sein muss, für einen Journalisten frei zu arbeiten. Und so, dass er nicht unter Druck und Zwang gesetzt werden kann, aus politischen oder aus wirtschaftlichen Gründen. Ein Riesenthema und eine riesengroße Aufgabe.